Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, einer weiteren Karte der Edain-Mod. Und heute spielen wir in Westemnet. Grasland zwischen den Flüssen Entwasser und Isen. Startpositionen hier sind Festungen, Erweiterungspunkte, 2 Vorposten und 12 Siedlungen, wilde Kreaturen, Orks, Trolle und Warge. Ja, und wie so oft zuletzt haben wir es mal wieder mit einer schnöden Zweierkarte, könnte man sagen, zu tun. Aber ich versuche natürlich mal wieder das Beste rauszuholen. In Westemnet spielen wir natürlich endlich mal wieder mit den Reitern Rohans und treten gegen eine brutale Armee aus Mordor an mit den ganz normalen Standardeinstellungen. Und ich würde vorschlagen, wir ja, reden nicht lang um den heißen Brei, sondern starten direkt durch mit Westemnet. Tja. Rohan, ihr wisst es ja, ein eher ungeliebtes Volk von mir. Ich möchte mich natürlich auch nochmal bei euch entschuldigen, dass jetzt ein paar Tage wieder lang nichts kam, aber es ist wirklich zeitlich in letzter Zeit oder ja, seit dem 1.10. hatte ich ja schon mal in einem Infovideo gesagt, extrem schwer für mich, Zeit zum Aufnehmen zu finden. Deswegen versuche ich das immer ein bisschen aus Wochenende so oder so. What the fuck? Geile Festung aus Was aus Pfosten. Aufs Wochenende zu delegieren. So, jetzt endlich. Ja, das klappt aber nicht immer so gut. Höhlentrolle läuft bei uns. Läuft auf jeden Fall bei uns, aber dann können die Reiter hier immer schnell rausreiten. Also, an jedem Schlechten muss man auch was Gutes sehen. Unsere Freunde sind da draußen. So. Aufpassen, Männer. Wir sind ein starkes Volk. Was? Die sind auch Höhlentrolle? Nö. Ja? Folgt mir. Das war eine Ich Abkürzung. glaube, dort ist der Feind. Landsleute, für unser Volk! So, ihr geht mal da schön mit drauf. Gut, ihr könnt da noch Wir nichts können die bauen. Stadt und Gebäude ist fertig. Aber das wird sich noch ändern. Es wird schon bald kein Auenland mehr geben. Ganz genau. So. Wir sind ganz nah. Du bearbeitest den Höhlentroll ein bisschen. Und wenn ihr da das Gestüt gebaut habt, dann ja, können wir gemeinsam in die Festung zurück und den Jungs ein bisschen was erzählen, die da gerade einmarschiert sind. Sie haben angegriffen! Ja, ist ja gut. Komm, ein bisschen Rohstoffe, sehr Wir müssen schön. alle kämpfen. Und für so ein paar lästige Orks sind dann selbst die Rohan-Bauern gut genug. Boah, das klang jetzt ganz schön zynisch, ich weiß, aber ihr wisst ja im Grunde, was ich meine, nicht wahr? So, wie war das? 2 Vorposten? Das Gebäude ist Und fertig. da ist einer und dann müsste eigentlich auch hier, ja, 2 Vorposten. Alles klar. Ah, Rohirrim kosten immer noch eine ganze Stange Geld. Ein teures Unterfangen. Bleibt standhaft, Leute! Boah, what the fuck? Okay, bevor ihr komplett drauf geht. Man hat von da oben bestimmt eine herrliche Aussicht. Passt mal ein wenig auf. Er ist finster genug. Wir tun, was in unserer Macht Nicht, dass ihr hier gleich schon drauf geht. So, 340. Ist das Gestüt hier hinten schon fertig? Ja. Na gut. Dann rekrutieren wir mal die ersten Rohirrim. Jetzt bald keine Zeit Und du mehr. hörst mal kurz auf zu werfen. Wir sind ein starkes Volk. So, nietet ihn Sie um. brauchen uns hier. Übrigens hatte ich einen ganz witzigen Bug bei der Karte. Eben wollte ich schon mal aufnehmen und da war man instant tot, wenn man auf der anderen Position war mit der KI. Wir müssen alle kämpfen. Ist das ja aber anscheinend nicht so. Aber das war wirklich witzig. War eigentlich überhaupt nicht witzig, aber naja. Wir tun, was in unserer Macht steht. Machste nix. Die Feuer Isengards werden sich ausbreiten. So, und jetzt holen wir uns El Wir sind Trollo bereit zu kämpfen. Loco. Sie sind ganz nah. Bleibt wachsam. Sauberer Wurf. Schaut euch um mich, meine Freunde. Wir haben jetzt bald keine Zeit mehr. Und du kannst mal Folgt mir. da oben gucken, was da so ist. Ihr kriegt einen kleinen Damage Boost auf den freien Mann und dann läuft, lübt das. Dann lübt das. Das ist aber nicht so viel Damage, das muss ich mal ehrlich sagen. Es wird schon bald kein Auenland mehr geben.
geben. Okay, die Orks können wir uns gleich mit den Rohirrim holen. Die sind ja wunderbar schnell. Unsere Truppen werden angegriffen. So, dann geht mal da hoch. Hier bauen wir ein Gestüt hin. Ihr geht da auch mal oben mit hin. Merry Stufe 3. So, und dann zieht ihr euch ein bisschen zurück. Und hier bauen wir mal 4 Heldenstatuen. Ach, da sind noch Waage. Ja, lol. Wir werden angegriffen. Wo sind meine anderen Rohirrim? Sind die tot? Mögen sie hier verfallen! Das Gebäude ist bereit! Hier wären wir fertig! Vertrappelt sie! Das Gebäude ist fertig! Alles klar, die Heldenstatuen sind ready. Das Gebäude ist bereit! Mögen sie hier verfaulen! Aber vielleicht bräuchten wir noch einen geeigneten Helden, um das Ding platt zu machen. Wir versuchen jetzt erstmal kurz den Ork Horde hier auseinanderzunehmen. Merry geht mal hier mit hin. So, wie viel kostet denn ein ordentlicher Held? Theodred hätte ich eigentlich gerne. Oh, der kostet schon ein bisschen was, der Dude. So. Ihr könnt euch mal kurz zum Brunnen zurückziehen. Und Merry kann schon mal ein wenig die Worge bearbeiten. So, ich rekrutiere Theodred. Und dann läuft das doch. So, da ist noch was. Landsleute, schnell jetzt, wir werden angegriffen. Da könnt ihr mal hin. Rohirrim, treibt sie zurück. Holt eure Waffen. So, und ihr geht hier auch mal mit drauf. Mögen sie hier verfaulen. Jungs, den Wahr könnt ihr schon killen. Der macht euch nämlich ordentlich Damage. Der hat es versucht, seit er uns das erste Mal gesehen hat. Jetzt müssen wir etwas abschätzen, was er nicht sehen kann. So, Theodred ist angekommen. Ganz in der Nähe. Wir müssen alle okay, und da sind auch Waage. Furcht hat noch keinem Mann geholfen. Ich hoffe, dass er jetzt nicht verbuggt, aber wenn es verbuggt ist, dann müsste es immer verbuggt sein, weil vom Mordor nicht so viel kommt. Also müssen wir einfach mal gucken. Nieder mit euch, ihr Bestien! Es stimmt also. Sehr still. Aber keine Ahnung, woran das dann liegt. Dann ist es ein allgemeines Problem dieser Karte hier. Anders kann ich mir das dann nicht erklären. So. Langgrundblatt. Lass die Hoffnung das nicht feinste Pfeifenkraut im Südviertel. Dann würde ich sagen, rekrutieren wir nochmal Eomer. Dann haben wir meine beiden Lieblingshelden, zumindest was ja? Rohirrim angeht, wer fällt ein? Man sagt, zusammen. So, hier können wir mal so ein Wachting aufbauen. Täuschung ist alles. Stärke vermag jeder daran zu schätzen. Okay. Und hier können wir dann eigentlich nochmal, nicht eine Rüstkammer, sondern noch ein Gestüt hinbauen. Aber wir werden ein paar Belagerungswaffen brauchen. Okay. Saubere Arbeit. Hier wären wir fertig. Langgrundblatt. Ich muss mal Merry und die Bauern zu einem Squad machen, dass die nicht immer so rumnerven. So, ein bisschen Kommandopunkte. Dann nochmal eine Bataillon Rohirrim. Den Höhlentroll holen wir uns auch noch gleich. So, ihr seid mal Gruppe 2. Man sagt, dass sie die ihr seid Gruppe 1. Und Gruppe 1 kann das auch alles ein bisschen schneller machen. So, erstmal ein Speer ins Gesicht, Eomer. Du weißt, wie es läuft. Okay, fast Instant Kill. Sehr nice. So, Theoden, ja. Warten wir nochmal. Edle Schlachtreuße hätte ich erstmal Lust drauf. Also wenn Nebel ist, dann werden sie wieder kommen.
Dann lerne stärker. Nice. Wir sind hier, um unser Land zu schützen. Zwerg hier in der Riddermark. Reiter der Mark. Gut, die nächsten Rohirrim sind am Start. Das ist cool. Das ist sehr cool. Tja, nochmal von Mordor scheint nicht zu kommen. Vielleicht sehen wir dann hier einen Rohan-Sweep. Es tut mir natürlich leid, dass dann vielleicht ein bisschen die Spannung raus ist, aber was soll ich machen, wenn die Karte auf der einen Position nicht richtig funktioniert? Wie gesagt, wenn ich die einnehme, werde ich instant besiegt. Könnt ihr selber mal, wenn ihr die Edermod habt, Westemnet austesten. Das ist irgendwie irgendwie der Fehlerteufel drin. Täuschung ist alles. Stärke vermag jeder Narr einzuschätzen. Bleibt wachsam. Ja, macht es platt hier. Go, go, go. Worauf wartet ihr noch? Also, wenn Nebel ist, dann werden sie wiederkommen. So, zack und zack und zack. Und, Täuschung ist alles. Stärke vermag jeder Narr einzuschätzen. Hier können wir dann einfach endlich mal so einen Sammelpunkt hinsetzen. Und Gruppe 1. Und Eomer. Gut, ihr vielleicht nicht so. Geh mal an die Front. So, Gamling, komm ran. So, auf geht's hier, komm. Go, go. So, dem kannst du nochmal einen Speer verpassen. Okay. Dann mal hier runter, mein Junge. So, der Sammelpunkt wird bemannt. Oh, dann können wir vielleicht eine ganz nice Rohirrim-Armee zusammenstellen. Das wäre ganz cool. Das war immer so ein bisschen mein Traum. Und es sieht jetzt nicht so schlecht aus. So bewaffnet darf ich euch nicht zu König Theoden vorlassen. So, aber immer noch nichts zu sehen von. Tja, von Mordor. Das war eine Abkürzung. So. Gruppe 2. Langgrundplatz. Das Gebäude ist fertig. Das feinste Pfeifenkraut. Kann sich mal hier formieren. Täuschung ist alles. Stärke mag jeder nah einzuschätzen. So. Tja, Theoden können wir noch nicht befreien, deswegen will ich ihn jetzt auch mal nicht direkt recruiten. Aber hier an einigen Stellen können wir ja durchaus nochmal sowas mit reinhauen. Unsere Rohstoffe werden knapp. Ja, das glaube ich nicht. Man sagt, dass sie die Toten essen. So, da wird sie schön geheilt. Also, wenn Nebel ist, dann werden sie wiederkommen. Ich erweitere mal die Gruppe 1 ein wenig. Ja, aber im Grunde. Gut, Gruppe 1. Der hat es versucht, seit er uns das erste Mal gesehen hat. Jetzt muss er etwas abschätzen, was er nicht sehen kann. Hier bauen wir auch mal einen Sammelpunkt hin. Und vielleicht macht es Sinn, gleich nach der Bataillon erstmal ein Rekrutenlager zu bauen, damit wir ein bisschen schnellere Rekrutierungsgeschwindigkeit bekommen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Aber ich befürchte tatsächlich, dass Mordor jetzt einfach nichts gebaut hat. Und das wäre schon ein bisschen doof. Täuschung ist alles. Stärke vermag jeder nah einzuschätzen. Muss ich ja mal sagen. Die Schlacht wartet. Brechen wir auf. Das Gebäude ist bereit. Aber gut. Ich meine, was willst du machen? Gut. Die Feuer Isengards werden sich. Gucken wir mal, ob sich meine Theorie bestätigt. Jo, ihr seht's. Wir haben das Lager des Feindes gefunden. Tja, also heute mal eine echt kurze Folge. Das tut mir auch wirklich leid. Wir haben jetzt bald keine Zeit mehr. Aber das muss ich jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Was soll ich machen? Was soll ich da groß machen? Keine Ahnung. Aber das ist natürlich alles eher lächerlich. So, Merry kann noch mal knappe Rohans werden. Theoden kann seinen Speer werfen.
was anders können die anderen nicht machen. Tja. Easy game. Ich kann natürlich auch nochmal hier so voller Fancy eine Heilung überhauen. Mein Gott. Das wird alles nicht mehr viel ändern. Wir haben sie aus diesem Land verjagt. Ja. Das ist dann einfach ein Sweep. So, Mary ist noch knappe Rohans geworden. Oben rechts steht's. Also hier im West-M oder in West-M-Net hat Mordor dann keinen Fuß gefasst, aber es gibt einige Karten. Aber Moment, Leute, falls ihr es mir nicht glaubt, können wir es ja jetzt nochmal, die Folge ist echt kurz, können wir es ja nochmal durchgehen. 14 Minuten, 7 Sekunden, blablabla, Rohirrim, Ork-Krieger, alles easy, 5-0, easy game, so und jetzt passt auf, zack, zack, zack. Und ihr werdet sehen, dass dieser untere Spot anscheinend verbuggt ist. Seht ihr, unsere Festung baut sich nicht auf. Und wir wurden besiegt. Und so war es eben genau. Also, ja. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Ist irgendwie schon scheiße. Ich meine, ja, Game over, komm. Da oben ziehen die Orks jetzt aus. Irgendwas ist bei dieser Karte halt falsch gelaufen. Trotzdem. Habt ihr mal gesehen, wie man schnell mit Rohan gewinnen kann? Nein, Spaß beiseite. In der nächsten Folge wird es auf jeden Fall weitergehen mit der Westfold. Ja, vielleicht nehmen wir da nochmal Rohan oder nehmen tatsächlich Isengard und kämpfen gegen Rohan. Ich weiß es nicht so genau, entschuldige mich aber für diese kurze Folge. Wünsche euch dennoch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.